Wechseln wir zu Hellsehen. Zeigt uns direkt den Weg zu der Monsterkrabbe da hinten. Allerdings auch direkt zu dem direkt den Weg zum Ziel. Deswegen schnurstracks wieder auf dem Weg und machen uns dann fordern nach Rotheim. Da ist der Weg schon. Okay, also ich finde, den Stein zu entdecken hat sich gelohnt. Wir können dann x-beliebig auch hier wieder hin. Und sehen dann der Lehrlingsstein, können auch schnell reisen dahin. Und haben dann Abkürzungen in bestimmte Gefilde. Ich dachte gerade, ich werde von Hunden angegriffen. Gut, der Weg führt immer geradeaus. Ist natürlich die Frage, wo führt uns das hin? Hier könnte der schon sagen, abbiegen bitte. Der führt uns echt da lang. Oh Gott. Das heißt, wir können dort nicht drüber, wenn er uns schon hier entlang führt. Rechts kommt übrigens irgendwas entgegen. Ich glaube, so eine Mine. Ja, eine Mine ist da auf der rechten Seite. Ich sehe sie. Ich werde sie mal... Wolf! Der Wolf! Miko? Wer ist denn Miko? Oh, das ist ein Hund! Ein Hund, der feindlich ist. Wie das? Ich hätte gerne übrigens den Seenfresser, nicht unbedingt den... Ich lasse mal die Waffe gesteckt. Ich habe Miko. Ich habe einen Hund angepeilt. Warum? Mikos Hütte entdeckt. Eine Hundehütte. Oh. Ach du armer Kleiner. Er bewacht anscheinend seinen Herr. Ein Tagebuch. Oh, das lese ich mal einfach mal vor. Nun, nach all den Jahren, die ich schon in diesen Wäldern lebe, sieht es so aus, als wäre die Falsenhaxe schließlich mein Ende. Damit kann ich mich nicht abfinden. Damit kann ich mich abfinden. All meine Freunde sind schon lange tot. Nur der arme Miko ist mir noch geblieben. Er war mir stets ein treuer Begleiter. Und ich weiß, er wird für sich selbst sorgen können. Ich hoffe, ihn eines Tages wiederzusehen. Miko. Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht wegblasen. Und gut, ich habe ihn nicht getroffen. Ja, gut, ich lass das jetzt alles hier stehen. Nimm noch mal ein bisschen Redekunst mit. Und ich hoffe, Miko wird es nicht allzu schlimm gehen. Wann wird es denn eigentlich wieder hell? Das Ziel weiß selbst nicht, wo es hin will. Ah, jetzt anscheinend. Lydia, wo bist du? Kommst du mal bitte? Die hat Miko als Feind anvisiert. Na toll. Ja, dann kann ich auch nicht helfen. Ich warte mal eben, bis es Tag ist, ne? Ich habe keinen Bock, so im Dunkeln herumzulaufen. Da sieht man gar nichts. Ach, schon besser. Da sind Leute. Lydia will Miko unbedingt umbringen. Soll sie doch machen. Dann gehe ich halt alleine nach Orotheim. Ich krieg die Feinde auch eh besiegt. Was ist denn hier los? Ach, das sind Jungen. Ah, oh, das sind Trinker.
Oh, er will was. Hand zum Gruße, Freund. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu mit. Ich würde euch gerne zu einem Getränk einladen, Freund. Nichts ist besser, als den Krug zu heben, um, nun ja, die Stimmung zu heben. Prost! Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Den trinke ich auch gleich mal aus, wenn ich den finde. Klatsch. So. Und wir machen uns weiter Richtung Rotheim. Bei Tage läuft sich wesentlich besser und leichter und schöner als nachts. Nachts, die Nächte hier sind zwar auch sehr schön, aber Tag, der Tag gefällt mir doch dennoch besser. Was ist denn das hier vorne? Das sieht mir sehr untypisch aus. Warum sind hier Steine? Okay, das illegalisieren wir mal. Das hier sieht so ein bisschen aus wie Ivarstadt, aber keine Ahnung, was das ist. Sieht das eh aus wie Ivarstadt, okay, mit der Brücke. Wir sind jetzt nicht unten in Rift und zufällig, oder? Das wäre nämlich fatal. Nee, wir sind natürlich richtig. Oh, da ist ein Überfall passiert. Da hätten sie Leute. Und irgendwas kommt von hinten. Irgendwas kommt von hinten. Verstärkung ist eingetroffen. Das ist gut. Ich hole mal lieber meinen Seelenfresser raus, weil ich glaube nicht, dass die da hinten freundlich sind. Wir haben ein Händlertagebuch eingesammelt. Das will ich mal kurz lesen. Oh, ich kurz Notizen. Natürlich auch das lesen wir. Schwester Donika. Jorik ist immer noch schwermütig. Ansonsten befindet er sich jedoch in guter Verfassung. Die Tränke, die ihr mitgegeben habt, haben seine Albträume gelindert. Doch leider sind die Gaben meiner Familie bei ihnen stark ausgeprägt. Ikrut, der Jüngere. Ach, das war ein Jung. Der? War das nicht eine Frau? Egal. Händlertagebuch. Ich habe meinen Mann angefleht, nicht zu gehen, aber er wollte einfach nicht hören. Er sagte, wenn er die Lieferung nur noch eine Woche länger verzögern würde, würde die Armee jemand anderen finden, der sie nach Süden bringt. Sollen sie ihr verfluchtes Geld doch behalten. Die Straße nach Weißlauf ist in diesen Tagen gefährlich, das weiß doch jeder. So viele Karawanen sind schon angegriffen worden. So viele Reisende spurlos verschwunden. Manche sagen, das seien bloß Banditen. Aber ich habe Gerüchte von Schlimmeren gehört. Kobolde, Gespenster, Hexen. Seit 20 Jahren sind wir jetzt verheiratet und ich kann die Vorstellung nicht ertragen, ihn zu verlieren. Ich lasse ihn nicht allein fort. Nicht dieses Mal. Wir leben oder sterben zusammen. Möge Mara uns schützen. Okay. Also, das war wohl kein guter Handel. Wie man hier sieht. Wir gucken nochmal in den Tornister. Ein roter Apfel. Ja, Geld. Ein Zaubertrank der Heilung. Lieder, die man kurz mal angucken kann, aber dann wieder wegschmeißen sollte. So wie jetzt. Blub. So, und ich glaube, die da hinten, die Läufer, die sind gefährlich. Ein leeres Pferd. Okay, das Pferd können wir nicht mehr looten. Das sind... Sag mal, sind das... Das sind... Oh Gott. Wie nennen die sich? Falmer oder wie... Talmor? Geht, sofort. Alter, wer seid ihr? Ich bin ein Statthalter der Talmor in wichtigen Angelegenheiten, in die ihr euch einmischt. Halt's Maul. Ja, fragen wir es mal so doof. Was sind denn überhaupt die Talmor?
Wir sind Sondergesandte des Altmeri-Bundes, der rechtmäßigen Herrscher von Tamriel. Ja. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch zeigen, warum. Nee, danke. Wenn ihr schlau seid, dann geht ihr. Halt. Geht weiter. Haben alle Talmor so eine hohe Meinung von sich? Hochnäsiges Stück Scheiße? Dass wir den Menschen überlegen sind, ist eine wohlbekannte Tatsache. Nehmt zum Beispiel diese Verehrung des Talus, des neunten Göttlichen. Daran glaubt ihr doch gewiss nicht. Oder vielleicht gibt es etwas, was ihr gerne gestehen möchtet. Okay, also ich habe schon mal einen Talos-Schrein angebetet. Und seinen Segen habe ich übrigens immer noch drauf. Ich kann ihn verehren, den ich will. Das stimmt nicht. Ihr könnt alle Götter verehren, die ihr wollt. Aber Talos ist ein Mensch. Nur ein Ketzer würde anders denken. Und so werdet ihr den Tod eines Ketzers sterben. Ihr seid tot. Ah, vielen Dank. Mehr. Ist sie schon tot? Boah, Lydia, du bist ja voll die Killerin. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Die wichtigste Frau. Die muss doch hier irgendwo liegen. Hier liegt irgendwo eine Leiche rum. Ich hätte gerne ihre Leiche. Da ist wertvolles Zeug drinne. Außerdem wollte ich die gerne noch... Alter, was haben die für goldene Rüstung? Aber die sind alle scheiße. Schönes Stahlschwert, aber nicht das, was ich will. Sag mal, wo ist die? Hat die sich teleportiert, diese Tunte? Na, da ist sie. Cool. Wir haben Stadtteile gekillt. Aber die hat ja alles... Oh, die hat ja nur Müll dabei. Eine Robe. Oh, der könnte wertvoll sein. Den nehme ich mal mit. Sexy Talmor. Ja. Ich wollte die eigentlich mit meiner Macht überzeugen. Aber daraus wurde wohl nichts. Okay, wir haben Talmor angegriffen. Das heißt, die könnten uns eventuell gefährlich werden. Aber wenn die alle so hochnäsig sind, ey, Wahnsinn. Hochnäsige Elfen. Boah, ich... Das halte ich nicht aus. Was ist das da hinten? Das hätte ich gerne... Da hinten ist etwas. Das hätte ich eventuell gerne gesehen. Aber egal. Alter, was für eine schöne Aussicht. Boah. Alter Schwede. Da rechts nach geht's nach Solitude. Das liegt hier in der Nähe von Flensburg. Das ist ein Strand. Das heißt, Flensburg müsste irgendwo dort in diese Richtung sein. Markart. Weitorn heißt Weißlauf. Und Rotheim sieht man gar nicht. Kannst du mir mal sagen, wo es irgendwie entlang geht? Mein Feuerzeug geht nicht mehr. Dann müssen wir halt ohne Hellsinn zum Ziel kommen. Ist auch möglich. Das schaffen wir auch. Wir gucken mal eben auf die Karte und wir gehen einfach den ganzen Weg entlang. Dann kommen wir schon darauf zu. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Lager. Ja, das ist ein Lager. Alter, wir werden Orotheim niemals noch in dieser Räuberschlucht entdeckt. Sofort Seelenfresser aktivieren. Und speichern. Wenn ich jetzt schon Räuberschlucht höre, dann wird es hier auch Räuber geben, die uns auflauern.
Der macht da hinten wie ein Gorilla. Das heißt, er wird mich wahrscheinlich... Wollen die mich angreifen oder wollen die mich nicht angreifen? Ich höre noch nichts. Ich gehe langsam unbewaffnet hier entlang. Sobald die feindlich werden, aktivieren. Ich höre noch nichts. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen aus. Ja, sehr schön. Okay. Der will sofort zu mir, das heißt, der kriegt... So, den haben wir umgenietet. Bogen raus und... Treffer. Jetzt bezahlt ihr. Headshot. Alter, das war fast... Das hätte fast getroffen.